voller Energie und Tatendrang stehen wir nun hier. Weiter geht's mit Pokémon Ranger und ich glaube, gleich kommt der zweite Boss in diesem Spiel. Das muss man dir lassen, du bist echt hartnäckig. Du bist gekommen, um dir dieses Quacksor zurückzuholen, oder? Tut mir leid, aber es gehört jetzt mir. Und was das bedeutet, dass es jetzt zu deinen Feinden gehört. Okay, noch nicht. Aber okay, ich will jetzt erstmal dieses Quacksor haben. Okay, 7 Umkreisung. Ah, Mann. Was kannst du denn für eine Attacke? Komm, zeig mir deine Attacke. Ein ganz normaler Blubstrahl. Aber es hat so eine große Reichweite zum Springen. Das ist nicht gut. Na egal, bevor wir es hier gar nicht verbrauchen. Fertig, so einfach geht's. Dreimal Wasser, nicht schlecht. Ah, was war denn das? Ich habe dieses Quacksor mit Hilfe meines brandneuen Funcoms gestohlen. Aber wieso hat es sich aus dem Staub gemacht, nachdem der Ranger es gefangen hat? Das geht doch nicht, das ist total unfair. Vergiss das nicht. Was war's jetzt? Seriously? Es ist eine Steinstatue. Sie strahlt Geschichte aus. Ich habe eigentlich mit was gerechnet. Oh. Also das ist das Problem mit den Pokémon, die wir mit dem neuen Funcom fangen. Fängt ein Ranger eines, kehrt es sofort in sein natürliches Umfeld zurück. Das ist eine sehr wertvolle Information. Die Frage bleibt, warum dies geschieht. Vielleicht verbindet sich der Ranger mit dem Pokémon auf einer emotionalen Ebene. Ja, das tut er. Hahaha, wie lächerlich das klingt, als ob so etwas jemals geschehen würde. Hahaha, völlig absurd. Oh Mann, die sind so von ihrer Musik beeinflusst, dass sie gar nicht mehr klar denken können. Seht, bist du in Ordnung? Sieh nur, mein Quacksor. Es erschien auf einmal wie aus dem Nichts, als wenn nie etwas geschehen wäre. Und dann sprang es. Es sprang in meine Arme. Ich konnte mich nicht beherrschen. Mir kamen die Tränen. Ich danke dir so sehr. Ich lasse mein Quacksor nie wieder aus den Augen. Mission geschafft. Mach doch mal eine coole Geste, so wie ihr das immer macht. Meine Tränen sind getrocknet. Lass uns ein breites Lächeln aufsetzen und zur Ranger-Basis zurückkehren. Warum nicht? Möchtest du ein Spiel speichern? Ja, möchte ich. Auch wenn ich zweimal Game Over gegangen bin, aber das macht ja nichts. Ja. Ja, man sieht definitiv, dass du ein Schüler von Spencer bist. Ich bin sehr dankbar, dass du Perses Quacksor gerettet hast. So, Mann. Und dank dir haben wir jetzt auch ein etwas genaueres Bild von dieser Power-Rock-Bande. Also seht, ich befördere dich hiermit zu Ranger Rang 5. Das mit dem Ranger-Rang geht eindeutig zu schnell. Pokestärken-Gestein, wow, nice. Ah, genau, seht, nach dem Entfernen der Begrenzung hat deine Partnerleiste jetzt 3 Segmente. Die Partnerleiste wurde auf 3 Segmente erweitert. Dein Anführer Spencer, Joel aus Herbstenau und ich waren vor einiger Zeit alle im gleichen Team. Spencer und Joel, das waren damals schon 2 ausgezeichnete Ranger. Ich wäre nicht überrascht, wenn die beiden irgendwann einmal die Leitung der Vereinigung übernehmen würden. Bitte, ich? Hahaha, das wird sicher nicht passieren. Die ruhige und entspannte Atmosphäre von Sommerlingen ist genau das, was ich brauche. Mit der Power-Rückbande im Olivendschungel wird es den Spannerling-Dings erst einmal warten müssen. Genau, ich werde Professor Hastings Bericht erstatten. Was ist mit mir? Wo soll ich hingehen? Immer vergessen sie mich. Dann fangen wir mal deine neue Nachricht. Von Spencer ansehen. Ich habe eine neue Aufgabe für dich. Bitte begib dich sofort nach Herbstenau. Okay, die Aufgabe sollte ja nicht schwer sein. Es ist jetzt eine offizielle Mission. Vielleicht kriege ich ja wieder einen Ranger ran. Wer weiß. Ab in den Nordosten von der Sonne. Ganz sicher weg, Hey, da ist er ja. Willkommen zurück, Seed. Du hast ganz schön Farbe bekommen. Andreas hat mir von dieser Quacksor-Entführung erzählt. Hört sie sich nach sehr... Mann!
Ich verfluche diese rechte Maustaste. Ich glaube, das nächste Mal, wenn ich spiele, nehme ich die besser raus. Du musst mir das genauer berichten, wenn wir dazu Zeit haben. Ich möchte dir deine nächste Aufgabe zuweisen. Also komm bitte zur Ranger-Basis, sobald du bereit bist. Ich muss mich noch mit dem einen oder anderen beraten und werde in der Basis auf dich warten. Okay. Aber wie schnell bist denn du? Komm wieder zurück. Mann. Ständig lassen sie mich alleine. Naja, was soll's. Ach ja, das waren noch Zeiten. Ah, da ist was. Oh. Dachte noch einen muss ich hören. Egal. Willkommen zurück, Seel. Wir haben gerade darüber gesprochen, wie wir am besten mit der Powerbande verfahren sollen. Nach ihrem Auftritt in Sommerlingen sind sie nun wieder in der Versenkung verschwunden. Die Funkongs, die von der Power-Rock-Bande verwendet wurden, beunruhigen mich etwas. Sie erinnern mich an den gestohlenen Super-Funkong, wenn ich mich auf den Bericht von Andreas verlassen kann. Zum einen können sie jedes Pokémon fangen, ohne die Fähigkeiten eines Rangers zu benötigen. Und zum anderen können sie die Fähigkeiten der Pokémon verwenden, und das auch für kriminelle Interessen. Es gibt zwar geringfügige Unterschiede, aber diese Funkongs beruhen auf meinen Super-Funkong. Und dann gibt es da noch etwas, das noch viel beunruhigender ist. Professor, was beunruhigt Sie so? Könnte der Super-Funkong Pokémon gefährden, wenn sie dazu gezwungen wären, ihre Fähigkeiten anzuwenden? Professor, erinnern Sie sich noch an den Bericht von Andreas? Als Seth das Pokémon der Power-Rock-Bande fing, wurde es danach automatisch freigelassen. Könnte das bedeuten, dass ihr Funkong noch nicht perfektioniert wurde? Das stimmt, Spencer. Das ist eine sehr vernünftige Schlussfolgerung. Es scheint, als ob der Funkong der Power-Rock-Bande nicht komplett in der Lage ist, die Pokémon zu kontrollieren. Wie du schon sagtest, sobald eines ihrer kontrollierten Pokémon von einem Ranger gefangen wird, kehrt es automatisch in sein natürliches Umfeld zurück. Das Einfühlungsvermögen eines Rangers muss eine Auswirkung auf diese Pokémon haben. Wir müssen trotzdem handeln, bevor die Power-Rock-Bande ihren Funkong perfektioniert. Oder um es anders zu sagen, wir haben eigentlich keine Zeit für lange Gespräche wie dieses. Bye. Professor, Sie sind so ungeduldig wie immer. Spencer und ich werden uns einstweilen darauf konzentrieren, weitere Informationen zu sammeln. Übrigens, Seth, es gibt eine neue Aufgabe, mit der ich dich betrauen würde, möchte. Seth, erinnerst du dich an den Crocker-Tunnel? Durch diesen hast du den Professor begleitet. Der Tunnel ist eine lebenswichtige Verkehrsverbindung, die Ringstadt und Terpsenau miteinander verbindet. Leider gab es im Tunnel Steinschläge und die Bewohner beider Städte sind erbost, dass der Weg blockiert ist. Räume den Steinschlag aus dem Weg, das ist deine neueste Mission. Allein ist diese Mission nur schwer zu erfüllen, daher habe ich dir einen Ranger aus Terpsenau an die Seite gestellt. Dieser Ranger befindet sich bereits auf dem Weg ins Einsatzgebiet. Ich zähle auf dich selbst. Oh Mann, ich hatte seit Tagen keine ruhige Minute mehr. Aber okay, ab zum Crocker-Tunnel. Wo waren wir nochmal? Ich glaube hier, oder? Ja. Achtung, Steinschlag, Mission 5. Lass mich raten, nach dieser Mission gibt es wieder einen Rang ab. Hey! Ah, komm her, Magnetilo, dich will ich doch. Ich weiß, du willst es doch. Au! Ah, verdammt! Das war natürlich nicht gerade toll, aber okay. Knuffenser will ich nicht. Oh! Ein Hariyama und die Frau kenne ich doch. Vielen Dank, Hariyama. Oh, Seth, bist du der Ranger aus Ringstadt, der mich begleiten darf? Mir erscheint diese Aufgabe nicht gerade als eine, die die Aufmerksamkeit von uns beiden erfordert. Ich habe schon einen guten Teil erledigt. Du kannst den Rest übernehmen, oder? Es sind nur noch 3 Hindernisse, die aus dem Weg geräumt werden müssen. Ich bin mit dem Fall der Power-Rock-Bande sehr beschäftigt, also überlasse ich dir diese Sache hier. Faulpelz! Dicta! Dicta, gib mir her! Gib mir das Dicta oder 2 sogar! Ich hol mir noch ein drittes, dann krieg ich ein X3. Oh Gott! So! Ich dachte schon, das wird jetzt etwas problematisch, weil die sich so oft vergaren. Aber okay, dann nicht. Da sind die Hindernisse. Wo finde ich dieses Hariyama? Ich will ein Hariyama, ich brauche ein Hariyama. Ich will, ich muss, ich haben.
So, die habe ich ja noch nicht gefangen. Genau, ich musste das Spiel einmal neu wiederholen. Weil ich aus Versehen den, dank der rechten Maustaste den, das Spiel beendet habe und ja. Natürlich muss ich das dann wieder weiterspielen. Und diese Quapse sind bei mir beim ersten Mal abgehauen. Yay. Ein Kleinstein. Quapsel um Hilfe bitten. Komm, ärgern wir das erstmal. Das Ziel war in Wirklichkeit ein Kleinstein. Ach nee. Komm, dich will ich jetzt. Nur ein Felswurf. Sonst hast du nichts zu bieten? Das war ja leicht. Aber die Kraft reicht nicht aus. Na okay, wenn du gegen mich kämpfen willst, dann tun wir es doch. Ein bisschen trainieren. Kann ich nicht schaden. Oh, was macht ihr denn hier? Pokémon Go Go! Bis sehr in alle, bleibt trotzdem kurz stehen. Hast du uns erst gehört, willst du nicht mehr gehen? Ich finde die Violine ja immer noch am besten. Bei diesem wilden Rhythmus wackeln die Wände. Und die Melodie spricht mehr als 10 Wände. Wer uns nicht kennt, wird uns bald kennenlernen. Magnus, Gideon, Björn, Angelina. Das Power Quartett ist die neue heiße Band unter den aufstrebenden Popstars. Ein Name, einmal gehört und nie wieder vergessen. Das Power Quartett. Diesmal haben wir richtig gerockt, oder? Ist ja auch egal. Wir haben gehört, dass die Ranger-Vereinigung hier im Krokertunnel herumstöbert. Und das wollten wir uns natürlich mal ansehen. Wen finden wir? Unseren alten Bekannten aus dem Dschungel bei Sommerlingen, die damit beschäftigt ist, Steinchen wegzuräumen. Hahaha, ist das dein neuer Nebenjob? Hahaha. Irgendwo in diesen Höhlen schläft ein legendäres Pokémon. Kennst du dieses Gerücht? Das ist genau die Sorte Gerüchte, die mich begeistern. Dich etwa nicht? Natürlich haben gewöhnliche Ranger keine Chance, die Kontrolle bei einem solchen Pokémon auszuüben. Ihr Ranger solltet euch auf das konzentrieren, was ihr könnt. Im Dschungel mit einem Quack zu fangen spielen. Oder aber hier Steinchen putzen. Das ist doch ein toller Zeitvertreib. Zeitvertreib, oder? Das hat gesessen. Gideon ist ein Meister darin, die Leute mit dem leisen Wort herunterzuputzen. Jedes seiner Worte ist ein direkter Treffer. Und beim Kontrollieren von Pokémon macht der Power-Rückbande auch niemand mehr etwas vor. Wir haben ja auch endlich die neuen Fangcoms. Jetzt können wir dutzendweise diese Pokémon fangen und sie dann kontrollieren. So streichen wir die dicke Kohle ein. Ganz fertig ist er noch nicht, Björn. Es ist immer noch ein Prototyp. In erster Linie testen wir den Fangcom. Aber du kannst dich schon mal auf den Tag vorbereiten, an dem wir das endgültige Modell in unseren Händen halten werden. Muah! Und das ist alles, was du heute von uns zu hören bekommst. Und tschüss. Ja, verzieht euch nur. Ihr seid doch echt neben der Spur. Juhu, dreimal Kleinstein. Warum habe ich gerade einen Kleinstein gefangen, wenn doch hier welche sind? Was haben wir hier denn so? Wir haben hier einen Magneton. Das fange ich mir doch. Und wie immer der Blitzstrahl, was auch immer das für eine Attacke sein soll, schön. Ja, Camtasia, das war Camtasia. Ich aus Versehen daneben geklickt habe, verdammt. Ja, ich möchte die Gruppe neu ordnen. Das. Hallo, so, dankeschön. Danke, Freunde, und das war's. So, jetzt noch mal eben nicht gegen die kämpfen. Ich suche nach einem legendären Pokémon, also geht mir nicht auf die Nerven. Ich doch nicht. Käme ich denn dazu? So, hatten alle mal eben ihren Spaß, dankeschön. Ich denke nicht, dass Nino hier helfen wird. Ah, verdammt. Das war ja schon mal ein guter Anfang, muss ich sagen.
Autsch! Autsch! Das war nicht gerade toll. Na komm, ey! Schon bei den anderen muss ich die, denke ich mal, zusammen auseinanderziehen. Was bei denen gar nicht so einfach ist. Weißt du was, Minus ist doch bereit, ich mach's einfach mal. Wenn es nicht funktioniert, könnte ich ja immer noch darüber nachdenken. Siehste? Es funktioniert nicht. Bedeutet, wir müssen den einen durchfahren. So, oh, drei hätten gefehlt. Das war schon mal ein guter Anfang. Ja, Mann. Die gehen auch immer wieder zusammen. Die bleiben nicht ein Stückchen auseinander. Sehr schade. Volltreffer! Nummer 1! Endlich! Ah, das wäre fast Nummer 2 gewesen. Wow! Autsch, das war dumm. Autsch, das war auch dumm. Aber das macht eigentlich nichts. Ja, das meine ich ernst, dass das nichts macht. Einfach aus dem Grund, weil wir das Magneton hier haben. Und das ist ja ganz in der Nähe, also so können wir es ganz schnell wieder machen. Deshalb lieber bei diesem Kampf viel abgezogen kriegen als beim nächsten. Na, verdammt! Hätte es gewesen sein müssen. Autsch. Volltreffer Nummer 2. Du bist dann jetzt auch kein Thema mehr. Volltreffer, endlich! Dankeschön, Mann! Tschüss! Ist ja gut, musst ja nicht mal alles gleich ernst nehmen. Doch, muss ich. Was zum... Ich will dich nicht, tschüss! Ich will das... Magneton benutzen. Komm mal her. Wunderbar. Wir sind wieder voll. Und mal eben wieder neues Magneton fangen. Geht ja schnell. Oh, geht wohl doch nicht so schnell. Autsch. Glaub es nicht, wieso? Wieso bist du jetzt so hartnäckig? Sag mal. Geht doch, Mann. Zwar drei Schadenspunkte kassiert, aber was soll's. Wenigstens können wir wieder mehr als 15 wieder aufladen. Yeah. Lasst mich in Ruhe, dankeschön. Oh, ein Magnetilo. Dich nehme ich doch mit. Na. Nein, verdammt. Oh. Das fand ich nicht sehr nett von dir. Muss ich ganz ehrlich sagen. Hust. Lass mich in Ruhe. So. Ich denke mal, ich schnell speichere dann mal. Das war's. Jo, bis dann.